Mit Extravaganza nehmen wir italienische Barockmusik, Kammermusik für Solo, Blockflöte und Basso Continuo auf von der allerersten Liga der Komponisten der italienischen Barockoper. Denn wir hören im kammermusikalischen Format, hören wir Musik, die eigentlich unglaublich theatralisch, opernhaft, bühnenhaft daherkommt. Die Komponisten spielen mit ganz außergewöhnlichen Mitteln, mit besonderen Harmonien, schroffer Rhythmik, exaltierten Melodien, furiosem Tempo. Und genau das spiegelt sich dann auch in der Interpretation wider. Der Komponist gibt uns Vorlagen, die wirklich eins zu eins opernhaft, theatralisch, bühnenreif sind. Und wir als Spieler müssen das in der Interpretation sozusagen zum Leben erwecken. Es gab die sogenannte Technik des Pasticcio, dass man einzelne Arien aus anderen Opern genommen hat, von verschiedenen Komponisten, und diese zusammengefügt hat zu einer neuen Oper. Und genau das haben wir auch mit Kammermusik gemacht. Wir haben einzelne Sätze von Albinoni, von Scarlatti und Sammartini genommen und die zusammen neu geformt zu einem Sonatenpasticcio. Vinci war einer der berühmtesten neapolitanischen Komponisten, vor allem der Opera Seria. Und in dieser außergewöhnlichen Blockflötensonate, von der selber überhaupt nur zwei komponiert hat, es gibt zwei Sonaten von Vinci für Blockflöte und wir haben die in C-Moll ausgesucht, weil sie diesen unmittelbar theatralischen Effekt des Verlorenseins, des ja Wahnsinnigwerdens, des Irrewerdens musikalisch darstellen. Wir haben in der Continuo-Gruppe die Laute abwechselnd mit der Barockgitarre, dann natürlich das Cembalo alternierend mit einer Thronorgel und natürlich das Barock-Cello. Für diese expressive Musik brauche ich wirklich Blockflöten, die zwar mit einer barocken Klangästhetik gebaut sind, aber die mit einem modernen Voicing daherkommen, die wirklich ein großes Obertonspektrum in einem Kirchenraum auch produzieren können. Die Blockflöte ist in diesem Kontext quasi die prima donna senza parole, also eine Sängerin ohne Worte. Und die Basso Continuo-Gruppe ist quasi das Opernorchester. Man könnte auch sagen, kammermusikalische Opernmusik im Westentaschenformat.